Das Spiel ist super schön. Willkommen zurück zu Bowser's Fury. Der Beilage, sage ich mal, zu Super Mario 3D World für die Nintendo Switch. Was haben wir hier noch? Gegen die Zeit, spring hoch und schnell. Okay. Wir haben ja eben schon gesehen, dass es in diesem Gebiet 5 Cutscene-Siegen gibt. Ich glaube, wahrscheinlich in jedem Gebiet. Ja, und das ist jetzt die vierte. Denn 3 haben wir hier schon. Ich muss aber wirklich schnell sein. Ich denke, das schaffe ich nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht schaffe. Ich finde die Steuerung immer noch ein bisschen schwierig. Weil der Weg eigentlich nicht so weit ist, oder? Löser nicht. Locker machbar. Die vierte Katzeninsigne auf der Boing Boing Insel. Und der Turm ist wieder frei. Sehr schön. Wo die fünfte sein soll, weiß ich allerdings ehrlich nicht. Ich meine, wir haben jetzt hier schon sehr gründlich gesucht. Naja, dann mache ich hier noch ein anderes Gebiet. Mit einem Leuchtturm. Ich schau kurz auf die Karte. Also das war die Boing Boing Insel. Da haben wir jetzt schon, ja, 4 Katzeninsignien. Auf der Sampfbootenküste fehlt uns auf jeden Fall noch eine. Da fehlt uns wahrscheinlich noch mehr, aber ist egal. Schmusekatzensee, da gab es auch eine. Also so ein einzelnes Gebiet anscheinend. Jetzt gehen wir hier rein. Das ist Klipp-Klapp-Klippen. Okay. Aber man kann nicht tauchen, das ist ein bisschen komisch. Ja, ich gehe erstmal hier hoch, wenn da schon so ein Symbol ist. Und Bowser kommt. Okay, Bullies, Katzenbullies, sehr interessant. Ja, aber wenn Bowser jetzt kommt, dann würde ich ganz gerne mal zur Katzenglocke gehen. Zur Giga-Katzenglocke. Ich sehe auch gerade, da hinten ist was Neues aufgetaucht. Was ist das denn? Also das ist auf jeden Fall die letzte Katzeninsignie hier aus dem aus der Boing Boing Insel. Nur ja. Irgendwie komme ich da nicht ran. Egal. Wir müssen Bowser stoppen. Hilfe! Deswegen gönnen wir uns mal dieses Power-Up. Die Giga-Katzenglocke. Und damit wird Mario jetzt einfach, ja, übertrieben stark. Was für ein Dynamax-Battle. Lauf! Ja, ich dachte schon, dass da so eine Welle kommt. Stampfattacke! Yes! Wie konnte das denn passieren? Wieso bin ich noch groß? Okay, Bowserstrahl geht gar nicht so weit, ich bin sicher. Oder weniger sicher. Ja, komm, stampf. Danach stampf ich nämlich. Wir haben Wut Bowser besiegt. Aber sicher nicht für immer. Oder? Er hat zumindest ordentlich Schaden genommen. So muss das sein. Und die Welt ist heil. Ein Katzenregenbogen, als ob. Cool. Also wenn das alles war, dann bin ich sehr enttäuscht.
Ah, das wird noch mehr kommen. Ah, ein ganz neues Gebiet. Ein Eisgebiet, oder? Oh, schön. Plessy! Er scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Er ist wieder in den See hinabgesunken, aber ich glaube, um meinen Papa zu schlagen, reicht das nicht. Er braucht nämlich eine richtige Erleuchtung. Und um das zu erreichen, müssen wir mehr Katzeninsignien finden. Es ist noch mehr von dem klebrigen Zeug verschwunden. Also gibt es bestimmt neue Inseln, die wir erkunden können. Lass uns auf der Karte nachsehen und dann los, Mario. What? Es ist aber ganz schön viel hier aufgetaucht. Okay. Ja. Ein sehr großes Gebiet auf jeden Fall. Das schauen wir uns an, sicher. Aber ich würde jetzt erst noch diese Clip-Clap Küste oder wie es hieß machen. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Oh, fast hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Wenn du dich verlaufen hast, drücke einfach Minus, um die Karte aufzurufen. Ja, weiß ich doch. Bowser Jr., wir müssen hier kurz warten. Hallo, Katze. Nicht weglaufen. Ich wollte jetzt erstmal hier nochmal beim Käfig gucken. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Muss ich jetzt hier nochmal... Okay. Ja, mal schauen. Also, Schlüssel zum Katzenkäfig. Muss ich jetzt einfach hier nochmal hoch oder was? Finde ich jetzt schon ein bisschen verwirrend. Wo ist denn der Schlüssel? War da unten was? Aber da war ja nur dieser eine, mit dem Woodblock das. Hier ist der Schlüssel. Okay, man muss also den Schlüssel suchen. Ja, den habe ich aber. Nicht wegwerfen. Ich muss ihn sogar tragen, wie in Super Mario, World. Genau. Was? Als ob der einfach verschwindet. Jetzt habe ich auch den Teller halt nicht mehr, aber hier habe ich 9. Okay. Ja, man kann aber hier gut abkürzen. Aber ich kann ihn halt nicht mitnehmen, den Propellerhead. Hat mich gerade schon gewundert. Und da komme ich nicht hoch. Hm. Aber ich komme hier ganz gut weiter, habe ich das Gefühl. So, jetzt hier am Käfig landen, genau. Und dann haben wir die Boing Boing Insel abgeschlossen. Oder? Das müsste es gewesen sein. Ja, der Leuchtturm ist ganz gelb oder grün. Aha. Ja, definitiv abgeschlossen. Cool, erstes Gebiet fertig. So, was ist das jetzt hier für eine Katze? Was hast du? Moment mal. Hast du dein Baby verloren? Ja, bitte sehr. Okay, dafür ist auch eine Katze den Siegen. Ihr verlorenes Kätzchen am Strand. Ihr braucht jetzt aber nur eins. Vielleicht ist das hinterher so, dass man da auch mehrere braucht. Egal. Ich will jetzt endlich das hier weitermachen. Bowser hat uns hier einfach total abgehalten von den Clip-Clap-Clippen. Zwinge die Katzenbullis, ja. Moment. Ja, perfekt. Erste Münze.
wieder hier hoch. Und diesmal machen wir das ganz in Ruhe mit den Katzenbullies. Lustig, die haben sogar Fell und Feuerblume. Mhm. Tschüss. Oder eine läuft sogar schon dahin. Komm. Okay. Nicht cool. Siehst du mich? Und komm. Und tschüss. Ah, wow, was machst du denn? Das Kind. Und wieso fällst du nicht in die Richtung, in die du fallen sollst? Das war jetzt ein bisschen schwer, aber Bowser Jr. hat auch richtig, ja, richtig Quatsch gemacht. Wieder eine Katzeninsignie, bezwinge die Katzenbullies. Das war relativ einfach, die Insel ist relativ klein. Ist aber okay. Ja, da haben wir jetzt den ersten Balken. Nicht in die Lava fallen, bitte. Ich geh mal hier hoch. Da unten war aber leider noch eine Katzenmünze. Diese leuchtet mit einem erhellenden Tipp für dich. Du kannst den Wutstrahlen des Monsters entgehen, indem du hinter einem Objekt Schutz suchst. Auf jeder Insel gibt es auch besondere Blöcke, die nur durch Wutstrahlen zerstört werden können. Versuche sie zu finden und das, wenn das Unheil zuschlägt. Vielleicht versteckt sich hinter ihnen ja etwas. Das haben wir ja schon gesehen mit den Wutblöcken. Haben wir auch schon zweimal gemacht. Wenn Bowser erscheint, machen wir es auch hier. Wenn ich die Wutblöcke bis dahin finde. Achso, da unten sind sie. Ja, da sind die Wutblöcke und hier ist eine Münze. Die dritte. Oh, da oben ist die vierte. Die Insel ist relativ kompakt, würde ich sagen. Aber ich glaube, die anderen waren auch kompakt. Oder hatte ich noch nicht so den Überblick über das Spiel. Hier sind wir die Babykatzen. Aber die haben Angst vor mir, wenn ich nicht Katzen-Mario bin, oder? Ja, ist echt so. Was haben wir hier? Wieder eine Röhre, oder was? Ah, ein Pilz. Okay. Sonst ist hier aber nichts, oder? Seltsam, dass hier nichts ist in so einem auffälligen Gebiet. Plessy, ich kümmere mich gleich um dich. Oh, Plessy ist schon die ganze Zeit hier. Ich will mich natürlich auch um Plessy kümmern, weil ich Plessy mag. Aber ich muss mich ja hier auch noch umgucken. Eine Münze fehlt mir noch. Was ist hier? Hier ist die Münze. Okay. Ja, Bowser. Oh, du bist ja noch lange nicht fertig. Plessy, muss ich mich jetzt schon um dich kümmern, oder was? Also an die Dings komme ich jetzt auf jeden Fall nicht ran. Wir können aber nochmal auf die erste Insel zurückgehen. Oh ja, das ist sogar ein besonderer Block. Aber Schwimmen ist anscheinend nicht so Mario Stärke hier im Spiel. Oh, das ist sogar ein Panzer. Plessy, du tauchst irgendwie überall auf. Kann das sein? Wutschatten am Strand, okay. Ich kann mich in den Panzer zurückziehen. Oh, wie cool. Was ist denn mit Wutschatten gemeint? Oh, Moment mal. Oh, na, der Panzer verschwindet aber leider danach. Bowser? Bowser Junior meine ich natürlich. Feuerblume, okay. Und hier. Ja, Item Wahl. Also frei in dem Sinne, dass ich halt ja, alles kriegen kann. Ah, okay, hier ist der Wutschatten anscheinend. Luigi? War das alles? Muss ich ihn nur einmal treffen? Nein, ich muss ihn mehrmals treffen. Okay. Ist das Luigi Morgana oder was? Ich kenne ja Pflanze, die war vorher aber nicht hier. Aber ich erinnere mich nicht. Okay, wir haben Luigi Morgana besiegt und kriegen dafür die vierte
Katzeninsignie. Lass mir, wie das Gebiet hieß. Ah, verdammt. Oh, jetzt wissen wir, wie das Gebiet hieß. Sandpfotenküste. Mhm. War komisch, ne? Die Welten, also die Gebiete verändern sich die ganze Zeit. Also die Gegner haben sich hier zumindest geändert, denn jetzt sind hier Piranha-Pflanzen, aber nicht mehr diese Vögel auf dem einen Ding, wo ich gerade war. Sehr seltsam alles. Und hier fehlt mir halt immer noch eine Sache. Kennst du schon den Schnappschuss? Den Schnappschussmodus? Dank ihm kannst du während eines Abenteuers Erinnerungen festhalten. Drücke einfach runter, um das Geschehen zu pausieren, ein paar Schnappschüsse zu machen. Okay. Ja, deswegen. Da muss ich eigentlich noch hoch. Und wie komme ich da hin? Man kann sich damit ganz gut umsehen. Komme ich da hoch? Der Klettern geht nicht, da ist auch wieder so ein Vorsprung gewesen. Oh, ich kann die Katzenbabys werfen. Wie brutal. Komme ich nicht hoch? Aber Bowser ist bereit. Ja, muss ich mich jetzt aber beeilen. Denn ich will nicht zu Gigablock. Ich brauche jetzt wieder sehr viel mehr Katzeninsignien, um die wieder zu erwecken. Also man kann jetzt irgendwie nicht schon das dritte Gebiet freischalten. Macht auch eigentlich Sinn. Aber ich musste den Wutblöcken. Blaue Münzen? Nee, nee, nee. Jetzt nicht. Hilfe. Hi, Bowser. Oh Gott, bist du nah. Er muss schon sein. Oh Gott. Hallo? Wo ist er? Oh, jetzt trifft er mich nicht, oder was? Was für ein Depp. Komm her. Oh, ich hatte Münzen. Komm, schieß. Hilfe. Perfekt. Und weg mit dir. Cool. Zerstöre die Wutblöcke! Okay. Ja, los, verschwinde. Lass Dessie in Ruhe. Du hast 15 Katzeninsignien gesammelt. Es ertönte eine Nachricht von der Gigaglocke. Das Monster erwacht, so erwache auch ich. Okay. Ja, aber, ich mache ja alles gerne der Reihe nach. Und keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen zu schnell. Okay, blaue Münzen sammeln. Noch mehr, oh Gott. Wie soll ich das denn in der Zeit schaffen? Warum sind jetzt hier so komische Bienen? Okay, na, ich muss mich hier ein bisschen besser anstellen bei den Abdingern.
Ja, definitiv. Oh Mann, ist das nervig. Furchtbar. Nein! Okay, es gibt keine Leben, man verliert einfach 50 Münzen. Alles klar. Da. Ah. Ja, vielleicht ist es sogar besser, wenn ich keine Katze habe. Nee, ist nicht besser. Schlechter. Okay. Oh, geschafft. War eigentlich nicht so schwer. Ich bin einfach nur manchmal dumm. Da ist die vierte Katzeninsignie an den Clip-Clap. Clippert, so hieß das, nicht Küste. Okay, eine fehlt ja noch. Ist das wieder ein Käfig oder so? Nee, ne? Was ist denn hier? Ein Stern. Ja. Brauche ich eigentlich nicht. Kriege ich jetzt mal was für Bowser? Ja, das wird ja keine Katzeninsignie sein. Nur eine Katzenglocke. Okay, also wo hier noch eine Katzeninsignie sein soll, weiß ich nicht. Erschließt sich mir gerade nicht. Wird auch nicht angezeigt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal auf Blessy. Hi. Oh, cool. Juhu. Ah, aber Bowser ist gleich wieder bereit. Na, super. Ja. Hallo, Cheep Cheeps. Oh, hier! Schlüssel zur Katzeninsignie. Ja, die holen wir. Dann verschwindet auch Bowser. Oh nein, krieg Piranhas. Ich hasse doch krieg Piranhas. Ja, den Schlüssel jetzt zu kriegen wird nicht ganz so einfach. Ich könnte aber Bowser auch nochmal verprügeln. Will ich aber noch nicht machen, oder? Da haben wir schon das dritte Gebiet und ich habe noch nichts erkunden können. Finde ich irgendwie nicht so toll. Ich dachte jetzt, vielleicht kann ich da oben rein und von dort aus. Na, ganz ruhig, Bowser, ganz ruhig! Vielleicht nicht. Oh Gott, was denn? Oh, was ist denn mit den Katzen los? Das ist vielleicht nicht so schlau, jetzt den Schlüssel zu suchen. Oh, Bowser hat die ganzen Viecher getötet. Oh ja, sollen wir rechts. Nein! Gerettet. Komm ich jetzt hier hoch? Yes! Wir Katzen. Was ist hier? Die rosa Gold Katzenglocke. Okay. Aber sonst ist hier nichts. Ist kein Bock mehr oder was? Er geht einfach, wenn er keine Lust mehr hat. Okay, also man muss ihn nicht aufhalten. Man kann auch einfach warten, bis er verschwindet. Alles klar. Sorry, Katze, wollte ich nicht schlagen. Hm.
Ich dachte, der Schlüssel war jetzt hier oben. Ah gut, man kommt ja hier auch nur hin, wenn man gerade Wutbaut. Oh, ist hier noch was? Naja. Ist okay. Ah, da ist hinten der Schlüssel, alles klar. Gehe ich Piranhas. So, dann einfach mal gönnen. Und damit jetzt zurücklaufen. Oh Gott. Aber hier unten ist ja kein Wasser. Aber ich komme auch so ganz gut hier durch. Und da ist der Schlüssel drin. Dann haben wir auch die Samtbotenküste mit 5 Katzeninsignien abgeschlossen. Ja, cool. Ja, 100% würde ich sagen, heißt das. Lassie? Ich bin gerade irgendwie auf der falschen Strandseite. Gut. Ja, hier ist aber noch kein Käfig aufgetaucht. Oh, Flessi, du bist cool. Nee. Hier ist kein Käfig, deswegen lassen wir das Gebiet erstmal unvollständig. Und gehen weiter. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Cool. Und erreichen ein neues Gebiet. Lassie. Ich will noch mal weiter. Und das sieht besonders aus. Katzenbonbon. Okay. Belohnung ist irgendwie nicht ganz so geil. Naja, okay. Ja, das Gebiet werden wir uns im nächsten Part gründlich ansehen. Boah, zumindest die Reste von dem, was noch übrig ist, wenn Plessy hier fertig ist. Bin sehr gespannt. Ist das auch ein Name? Nee, noch nicht. Weil ich irgendwie noch nicht richtig im Gebiet bin, oder wie? Ja, hier ist das Katzentor. Die Schlitterschanze. Machen wir im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Oh, Bowser kommt schon wieder. Bis dahin. Nur das Beste. Blöd, Mann.